Ja, Dr. Anne Melzer, Sie wurden 2023 im Dezember vom Senat der Hochschule gewählt und durch das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern als neue stellvertretende Direktorin für Lehre und Forschung an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege bestellt oder eingesetzt. Wo waren Sie denn bisher tätig? Ich bin nach dem Studium in Leipzig direkt an der Universität Leipzig geblieben, habe dort im Bereich Kommunikations- und Medienwissenschaften und Soziologie geforscht und als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Bin dann an ein Institut gewechselt, die Akademische Gesellschaft, die Auftragsforschung, sag ich mal, für die Wirtschaft betrieben hat, konnte dort viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln mit unterschiedlichen Netzwerken, mit unterschiedlichen Einsatzgebieten und bin dann, als es an die Familiengründung ging, wieder zurück in die Heimat gekommen. Und was bedeutet denn das jetzt, stellvertretende Direktorin zu sein? Also welche Aufgaben werden auf Sie zukommen? Bei der Aufgabe der stellvertretenden Direktorin für Lehre und Forschung geht es zum einen um Hochschulpolitik, also die Zukunft der Fachhochschule mitbestimmen zu können. Zum anderen geht es auch um strategische Entscheidungen, was also die Ausrichtung der Lehre, die Profilsteigerung, die Qualitätssicherung angeht. Und nicht zuletzt um Forschung, was mein Herzensthema ist, wenn man das so sagen kann. Also da sich zu vernetzen, nach außen zu öffnen, die gesamte Hochschule auch miteinander an einen Tisch zu bringen, neue Impulse zu setzen und Bestehendes vielleicht dann auch weiter voranzutreiben. Das klingt sehr interessant. Hat sie diese Aufgabe denn hier nach Güstrow wiedergeholt oder war es was ganz anderes, als sie in Leipzig ja zwischendurch gearbeitet hatten? Tatsächlich war es die Familiengründung. Also es waren private Gründe, warum wir zurück nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen sind. Unsere Kinder sollten in der Nähe der Großeltern aufwachsen, in einem so wunderschönen Land wie Mecklenburg-Vorpommern mit der ganzen Natur hier und auch den Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben. Und dann war natürlich die Arbeitssuche nicht gerade einfach, mit einem Doktortitel hier tatsächlich auch eine adäquate Verwendung zu finden. Ich sag mal, das war glückliche Fügung, dass zu der Zeit gerade eine Stelle als Dozentin für Sozialwissenschaften ausgeschrieben war. Das passte natürlich perfekt und ich bin immer noch glücklich, damals hier genommen worden zu sein. Und jetzt als stellvertretende Direktorin, haben Sie sich ein Ziel gesteckt oder worauf kommt es Ihnen an jetzt bei Ihrer Arbeit? An erster Stelle steht natürlich für mich auch die Interessensvertretung, dass ich mich für förderliche Rahmenbedingungen für meine Kolleginnen einsetzen kann, dass ich da auch gute Strukturen schaffen kann, dass jeder sich verwirklichen kann in der Lehre sowohl als auch in der Forschung. Zum anderen geht es darum, vielleicht auch neue Impulse zu setzen und die Zukunft mitzubestimmen. Also da sehe ich, wie gesagt, im Bereich Forschung viele Ansatzpunkte, dass wir uns da auch als Hochschule sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch bundesweit im Kontext der Hochschulen des öffentlichen Dienstes profilieren können und in der Lehre natürlich die Zukunft der Landesverwaltung hier auszubilden, dass wir da den jungen Leuten viel mit auf den Weg geben können für die vielen Herausforderungen, die auf sie zukommen. Ja, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute für diese neue Aufgabe. Vielen Dank. Herzlichen Dank.